Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir suchen Endermänner auf freier Wildbahn. Teil 2. Teil 400.000, weil wir hier immer noch keinen finden. Ich mache jetzt mein Haus. Zumindest fange ich halbwegs an. Timeout! Das ist genau, genau perfekt, als Benny gesagt hat, hallo, bin ich getimeoutet. Perfekt. Wie synchron das war. Das ist schön. Ich bin auf der Suche nach Endermännern. Oh, da ist einer. Deine ist ein Mini-Fick-Zombie, Alter. Stirb. Enderperle, danke sehr. Internet. Noch ein Mini-Zombie, Alter, aber komm hierher. Camera. Doch schon reichen. Ach du Scheiße. Leckt. Kann mal einer schlafen gehen? Ja. Warte. Benny will doch Endermänner suchen. Ich hab schon einen. Ich brauch nur einen. Liege. Jetzt am besten. Ich liege. Läge. Ja, dann haben wir so ein scheiß Internet, ganz ehrlich. Wahrscheinlich hängen wieder 80 Leute da dran. Auch noch dazu. Geh doch weg. So, wie ging denn dieses Pulsating Iron? Achso, Induction Smelter, den haben wir doch. Benny war. Benny hier, was? Wann du in Urlaub fährst? Samstag. Vergötzt sich alles. Irgendwie dauert das gerade sehr lang mit Dominik zu reden. Der hier ist nervt. Das nervt. Reconnecte mal. Und wir haben 24 weitere Kabel. Nice. Item Kondut. So, jetzt kann ich wieder meinen Generator hier anschließen, dann habe ich vielleicht auch wieder ein bisschen Strom. Und ich habe eine schlechte Verbindung. So, du sollst von... Achso. Da ist ein Kack-Dreck-Skeleton, das einfach sterben will und jetzt verbrennt ist. Ich entschuldige mich, weil bei mir alle Sachen teilweise unpassend ankommen. So, das dürfte jetzt wieder funktionieren. Das hier muss raus. Das möchte von unten bitte was raus. Unten Push. Oben Pull, genau. Genauso wie hier. Achso. Ich bin jetzt gerade bei einem Connection. Du leckst sehr wenig, Kappa. Dankeschön, meine Fans. So. Genau. Dann kann man gleich sagen. Brotstein. Ich hab das gleich nochmal durchlaufen lassen. Acerator. Aber ganz wieder bis besser laufen, oder? Oder besser anhören. Ja, so langsam geht's. Bisschen, ja. Geht's so, es fehlt. Sag mal, hast du mein Magma Crucible gerade komplett leer gemacht? Ich? Nein. Ich hab den abgebaut, scheiße. Ja gut, dann sind halt 10 Lava einmal mal dahin, aber das haben wir ja schnell wieder. Fast. Furenanze. Ja. In welchem habt ihr das Titanium Dust gemacht?
In welchem Furnace? Blast Furnace. Echt? Weil diesen komischen Arc Furnace gibt's gar nicht. Klar. Echt? Ist ein Multiblock. Oh. Hm. Beim Blast Furnace, da braucht man noch Heat, gell? Ja. Ja. Richtig in Erinnerung ab. Okay, dann mache ich erstmal den und dann schaue ich, wie man das nochmal mit der Heat macht. Dating Machine Kill, das heißt Hammerer. Iron. Glück. Acht und. Aus irgendeinem Grund funktioniert die Capacitator Bank nicht mehr. So. Sollte ich vielleicht noch schauen, wie man das letzte Teil hier macht. Aber gut, dass ich noch ein bisschen Copper gefunden habe. Oh, ich hoffe, die Quarry flammt reichlich an Marble. Emerald. Energy Conduit vielleicht. Rubber. Ah, jetzt kommt wieder was. Ich glaube einfach, dass da richtig wenig Strom kommt gerade. Kann es sein, dass es ein bisschen leckt? So der Server. Ach, leckt mich am Arsch. Nee, bei mir läuft gerade alles flüssig. Wenn das mit meinem Internet gut flüssig läuft, dann soll es schon was heißen. Ja. Last Furnace, dann brauche ich einen. Oh mein Gott, habe ich wenig Internet, Alter. Ich kapp das jetzt einmal kurz ab. Generator. Internet, du meinst Energie. Genau. Genau die meine ich. Ich hab mich schon gefragt, hä? Was will er uns damit sagen? Ich hab immer noch kein Internet. Energie. Ja, Energie. Und Problem damit? Nein. Was brauchen hier gerade so viel Strom? Achso, der Magma Crucible arbeitet wieder. Copper, ja. Das ist echt eine tolle Arbeit, die ich hier mache. Ich würde mich freuen, wenn ich endlich mal das Haus jetzt von innen verändern kann. Oh je. Keine Axt mehr. Rubber, ich bin hier immer noch wunderschön am Craften. Jetzt habe ich wieder Strom. Du meinst Internet? Magma Crucible. Genau, ich meine Internet natürlich. Solid Heat Generator stellen wir hier hin und was für das da hin. Tisch mit. Coal zu erzeugen, oder? Wrench machen auf. Eigentlich Coal. Ist es egal. Hier hinten kommt wirklich schon wieder kein Strom ran. Du meinst den? Ich lasse es lieber. Es ist okay, okay. Okay, ist okay. Es ist okay. It's okay to be gay. Wisst ihr was? Ich möchte das heute einmal komplett anders machen. Wirklich? Machst du die Folge das rückwärts? Und in 150 Speed, bitte, bitte genau. Mach es. Mhm. Oh, mein Ziel heute wird es sein, diese hässlichen, meine komplette Base mal umzubauen. Energietechnisch. Irgendwann ändere ich das. Immer ein Kabel noch. EU, ein Kabel RF, so will ich das eigentlich nicht haben. Ich gucke jetzt ja nach auf dem komischen Dokument, da in dem Ordner, wie ich das bauen muss. Bauplan da. So, ich baue hey, das jetzt komplett ab. Du hast noch den Heat Generator hier irgendwo stehen, gell? Was, Heat Generator? Nee, wofür? Den habe ich nicht. Ach, geht es im Industrial Blast Furnace, der... Ja. Ich habe es den falschen gebaut, ich Vollidiot. Brauchst du musst auch an dieser Structure da stehen? Ja. Ist das eine andere? Ja. Die beiden Dings? Sind die gleichen Blöcke, aber du brauchst mehr Reinforce.
und halt Lava statt Wasser drin. So. Mein Gott, fuckt das mich gerade ab. Gut, Quarry wird doch nicht so schnell fertig sein. Gedacht. Ja, du bist ja kein Noob. Oak Sapling. Willst du Oak Sapling? Willst du Oak was haben? Ist. Oh, ist das widerlich. Das hier ist die Tür. Ups. Ding ding. Okay. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Nämlich das Holz, weil davon habe ich am wenigsten. Hier nochmal als Demonstration. Das ist alles voll mit Holz. Emperor. Hey. Ach du Scheiße, ich stelle dir mal kurz die Barrel hin. Mit Nether Shit. Nein. So, mein Gott, aber ich werde immerhin nicht in 14 Folgen und keine 14 Folgen. Ja, ja. Ja, ja. Lass mir das Glowstone von aus. Die Probleme hatten so, wie mache ich das jetzt? Dieses Haus wird komisch werden. Aber das ist mir egal. Benny? Hm? Ich gebe dir 5 Titanium, das, wenn du mir 2 Ingots gibst. Ich bin zu faul, das alle zu craften. Ja, guck mal in meinen Ofen. Ich habe auch keine mehr. Darf ich sie dann wenigstens durchschmelzen? Ich gebe dir irgendwas dafür. Ja. Ihr könnt schlafen gehen. Mach halt. Danke. Mein Ofen ist noch aufgebaut. Du solltest halt irgendwie Energie hier ranbringen. Mach ich. Dann haben die Bedbox, die kann. Ich hätte nicht Energie, wenn man sie mitnimmt. Suchen. So, ich bräuchte eigentlich. Ich kümmere mich schon um Energie, keine Sorge. So, ich baue das hier einmal alles ab. Ja. Cool. Energie gespeichert? Ja! Energie ist gespeichert in meiner Bedbox. Dann habe ich vielleicht auch die Query sogar schon diese Folge. Nice! Ja, du hast noch 7 Minuten. Und ohne Strom ist das nicht so schnell. Ich habe eine volle Bedbox da. Und wenn du dann auch nochmal wie wir. Reichen, die wird niemals reichen. Ne, aber du kannst auch nochmal im Nether sterben, so wie wir. Oh, guck mal, wie schnell die leer geht. So, schön. 2, dann kommt das Fenster. Könnte das Ding theoretisch bei mir aufstellen? Nein. Nee, das bleibt hier stehen. Gut, das heißt dann also immer wieder zu mir hin und her laufen und die Bedbox auffüllen. Ah ja, das reicht ja gar nicht. Wie viel? Du nimmst 432.000. Hä? Braucht es, um das zu machen. 2, dann kommt ein Zweierfenster. 3 kommt ein Zweierfenster. Alter. 4 kommt ein Zweierfenster. Benny, ich schenke dir erstmal hier die 5 Titanium Dust. Danke, danke. Nichts dafür, dass ich später 2 haben darf. Ach stimmt, ich hatte ja ein Fenster weniger. Und dann kommen wieder 3. Hä? Ja. Zweierfenster, Block. Zweierfenster, Block. Das heißt, das ist da. Also das schaffst du sicher nicht mehr in der Folge hier. Nee. Meine fehlt nur noch 2 Titanium Dust. Aber in der nächsten Folge, da habe ich's dann. Ah ja, war hier noch mal so. Na, wäre ich mir nicht so sicher, so viel Strom kriegst du nicht hierher. Ich mach das einfach so.
So. Wir machen das jetzt hier ganz kompakt. Ich geh hier weg. Hat einer von euch einen Lava-Generator? Ich habe über eineinhalb Stacks sozusagen Lava-Buckets. Mit Red-Cable sollte das hoffentlich reichen. So. Was? Ich habe einen Stirling-Generator, da kann man auch Lava verbrennen. Echt? Hm. Könnte dann tatsächlich sogar funktionieren. Das Moment, ich wollte die, glaube ich, hier hinten. Ach nein. Doch, wollte ich machen. Ich wollte das hier aufstellen. Doppelfenster. Könnte ich mir theoretisch den Stirling. Ah, nee, das. Doch, könnte ich mir den Stirling Generator ausleihen? Einen. Bringe ich ganz kurz was her und bin gleich wieder da dann. Sollte ich helfe dir jetzt dieses nächsten Folgen mal, weil ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll, solange ich Quarry noch arbeite. Du kannst mir auch bei meinem Haus. Nein, es bringt nichts. Mach dir so eine Flux-Axt. Mach dir diese Flux in Fios Pickaxe. Die ist echt gut, glaub mir. Ich hätte lieber so ein All-in-One-Tool, weißt du? Ich glaube, da gibt's sogar ein All-in-One-Tool. Kannst du mal nachgucken. Warum zählt es dann als Axt, um die ganzen Bäume auf einmal abzubauen? Ich weiß es nicht, ob es das gibt. Aber auf jeden Fall kann man mit der relativ viel abbauen. Fast schon alles. Einfach so instant, sogar Erde, wenn du in diesem Modus bist, der ordentlich Strom verbraucht. Kann ich kurz einen Stirling Generator haben? Kannst du es auch einfach anschließen. Moment. So, das ist ein F2EU-Konverter. Mhm. So. Stell den mal da in die Mitte. Bedproxy. Mit dann denke ich nur noch Kabel hier hin und hier in dem Stirling Generator, welcher ist das, der da mal platzen, lass mir hier einen richtigen Meister ran machen. Guck dir das ich mal an, gar nicht da. Dein Maul. Mhm. Ja, das geht schon schneller, das ist gleich der erste gemacht. Oh Scheiße. Was? Oh Scheiße. Mir fällt gerade auf, dass mein Spotify-Abo ablaufen ist, deswegen kommen gerade Werbung im Hintergrund. Einfach nicht beachten. Ist das deine Produktplatzierung? Oh Scheiße, meine Produktplatzierung. Musik auch im Hintergrund laufen oder du gar nicht? Ich mach die im Nachhinein rein. Ja, ist ja nicht so schwer. Das dauert zwei Minuten. Erstes gleich durch! Was ich so. Du jetzt mal dein Bucket hier back. So, geht denn das? Okay, warte. Das geht bis zu der Tür. Einen weiter. Hoffentlich nimmt das die Lava-Cells an, ansonsten müssen wir die setzen und im Bucket das reinführen immer. Was? Hoffentlich gehen überhaupt die Lava-Cells in den Generatoren, sonst muss ich es hinsetzen und immer mit einem Bucket reinfüllen. Könntest du das nicht so in einen Fluid-Transposer einfach reintun? Dann kommt hier die Treppe hin. Ja, keine Ahnung. Müssen wir erstmal schauen, ob es funktioniert. Nee, das ist scheiße. Ich glaube, da kommt Energie rein. Hier in die. Ja. Das war kein Energy-Output. Doch, müsste eigentlich. Doch, doch. Der Konverter ist leer. Der war gerade voll. Ups. Den möchte ich da nicht hinziehen, das sieht das Ganze. Ach, da ist noch mehr als genug Zeugs drinnen. Eben. Minuten, ja. 31 Sekunden. Der Lava hält lange. So. Funktioniere! Wir sind, by the way, bei 20 Minuten. Sind wir das? Ja, fast. Das ist mir egal, ich baue das jetzt noch auf. Weil er heftig viel. Yes. Automatische Baum- und Weed-Farm. Eine Weed-Farm, da will ich nichts mehr zu tun haben. Ich auch nicht. Mock Weed every day. Ja, ein Titanium-Inge ist drin. Ich nehme mal raus. Fenster. Platz
Dann kommen wieder ein Doppelfenster. Das sind, nee, das sind Item-Conduits. Dann kommen hier drei hinter. Warum gibt das nicht? Wieso sind da Item-Conduits? Das müssen Fluid-Conduits sein, wenn du da Lava reinpumpen willst. Nee, ich mach das mit Eimern. So. Die Lava kann man da nicht flüssig reinfüllen. Ach so. Ich weiß nicht, ob die hier überhaupt funktionieren, die Lava-Cells. Ah nee, das ist schon richtig. Könnte man vielleicht irgendwie die Energie von dem hier in das übertragen, in die Capacitor Bank? Hast du irgendwie noch ein paar Conduits? Für? So. Energy so. Vielleicht. Energy habe ich gar keine. Egal. Ja, egal. Was muss ich mit dem machen? Arbeitet schon durch. Es geht sogar einigermaßen schnell. Tatsächlich beende ich hier mal meine Folge. Man sieht sich beim nächsten Mal. Tschüss. Meines beendet. Was ihr macht, ist mir gerade. So, Wurst, das kommt da hin. So, ich baue hier gerade noch meine Energie kurz auf. Ich bin soweit mit dem Grundriss von meinem Haus fertig. Ich lade jetzt noch diese komische Pickaxe auf, hab natürlich die ganze Folge nicht wirklich was gesagt. So wie es sich gehört. Eine Lava-Cell generiert 5333 mit 40 RF per Tick. Eine Lava-Cell und man bekommt 8 aus einem Lava-Spot raus. Also bloß aus einem Lava-Block. Magma-Crucible muss hier rein. So, links raus. Und unten rein, genau. Und rein damit. Ach du Scheiße. Ich bin gleich wieder da, ich bin ein bisschen was von meinem Zeug zurück. So, hier kommt das alles rein. Das kann ich mal wieder zumachen. Genau. Dann beende ich meine Folge jetzt auch mal. Nee, also es wäre zu einfach. Was wäre zu einfach? Ich habe hier, glaube ich, einen Fehler drin. 2, dann kommt ein Doppelfenster. Da kommt wieder 2, kommt ein Doppelfenster. Dann kommt 1, 2 und dann müsste hier die Wand sein. Aber die ist da nicht. Oh. Egal. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben, ihr wisst Bescheid. Morgen 18 Uhr geht's weiter. Genau. Irgendeine Zeit bei mir. Tschüss.